Hey Freunde, euer Mr. Do It mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch. Mahlzeit. Wow. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 17 Uhr. Nee, 17.30 Uhr. Von der Arbeit gekommen, schnell gegessen, zack, 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 Kaffee gekocht und runter. Die Sucht lässt einen nicht zufrieden, Freunde. Ich habe auch wieder was Schönes mitgebracht. Ein Arbeitskollege hat mir was in die Hand gedrückt, mit der Hoffnung, dass ich es für ihn hinkriege. Das schaffen wir schon, weil, Freunde, was gibt's Langweiligeres als neu kaufen, statt etwas mal zu reparieren? Neu kaufen kann jeder. Ja, was genau es ist, zeige ich euch gleich. Und ich glaube, ich mache auch heute zwei Videos, weil ich Bock dazu habe. Und ja, die Produkte von gestern, die ich ausgepackt habe, das ist so, das juckt in den Fingern, die ganze Geschichte in Angriff zu nehmen. Aber ich muss ein bisschen mich zügeln, weil ich, wie gesagt, ich gehe arbeiten und ich darf das nicht übertreiben. Und ja, vielen Dank für die ganzen interaktiven Kommentare. Und über Facebook hatte mir noch einer geschrieben. Und dann habe ich noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Und. Das geht alles mittlerweile kreuz und quer über alle Informationskanäle. Und ich müsste eigentlich viele, viele Namen nennen, weil es wirklich so geile Hinweise sind. Aber Leute, nehmt es mir nicht übel. Fühlt euch einfach angesprochen, wenn ich eure Meinung jetzt hier aufgreife. Weil wenn ich jetzt auch noch die ganzen Namen aufschreiben müsste, weil im YouTube gibt halt ziemlich komische Namen teilweise, die ihr euch auch sucht. Und die kann ich mir alle nicht merken, entschuldigt, aber das ist too much. Auf jeden Fall war zum Beispiel ein toller Hinweis noch wegen dem Ölvideo, wegen dem Ölmessen, wie es ausschaut, wenn man zu viel Öl reingibt, wie man dieses abpumpen könnte. Und da mache ich auf jeden Fall ein Video drauf. Danke für den danke für den Tipp. Und auch die ganzen anderen Sachen, wie ihr die ganzen Werkzeuge findet von Proxon und so weiter. Ne? Da hatte ich ja hier das die kleine Knarre ja vorgestellt. Und da gab es wirklich viel Resonanz. Polargeist 1977, danke für deine Meinung und deinen Erfahrungsschatz. Ich glaube, du bist auch ein paar Tage älter als ich, wenn man annimmt 1977, aber auch nur ein paar. Und der Kopf platzt, hier macht mich verrückt. Aber solange die Kiste da oben arbeitet, Freunde, erstens hält es jung und zweitens, man wird definitiv, es macht einen glücklicher. Ich finde persönlich, in der Zeit, wo ich mich mit euch hier die ganze Geschichte durchziehe, schütte ich viel mehr Glückshormone aus. Ihr versteht. Also es ist einfach, ich mache die ganze Sache mit einem Lächeln permanent. Und das ist wirklich das Geile an der Sache. Ja, ich bin auch froh darüber, dass ich so viel zu tun habe, weil ich muss euch ja auch ein bisschen was vom Niveau her bieten. Und ich habe hier nebenan ein Fiat Punto stehen. Da hatte ich ja diesen Ölstandprüfmessungsverfahren, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, durchgeführt. Und an dem Ding ist der ganze Auspuffstrang vom Abgaskrümmer bis hin zum Endtopf undicht. Und da wollte ich mal gucken, ob wir die Sache retten können. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein Video. Und ja, das Video, was jetzt gleich kommt, beziehungsweise ich schwenke euch jetzt gleich einfach mal rüber und wir drehen, weil sonst verquatsche ich mich hier. Wir machen jetzt am besten so, ich mache jetzt kurz aus, positioniere euch und dann let's go. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und was liegt vor uns? Wie schon angekündigt, ein bisschen extravagant. Ja, ein Behälter für Scheibenwischwasser. Wundert euch nicht wegen der Form. Das ist wirklich ein älteres Modell von einem BMW, ein Oldtimer. Und der Arbeitskollege hatte mich darauf angesprochen, hey du bist doch da ein bisschen automäßig. Und ist ja jetzt nicht bei jedem bekannt, dass ich jetzt YouTube-technisch hier unterwegs bin. Auf jeden Fall hat er mich gefragt, du bist doch automäßig, kannst du mir vielleicht helfen? Ich weiß nicht, wo ich so ein Teil herkriege. Und dann habe ich ihm gesagt, wieso Teil herkriege? Das kann man doch flicken. Und ja, man sieht, hier wurde schon mal Hand angelegt, aber richtig amateurhaft. Mit, ich tippe mal, vom Material her wird das hier ganz normale Heißklebepistole gewesen sein. Hier hat einer versucht, das abzudichten und das hält definitiv nicht. Also wir haben ja auch hier mit Temperaturen zu tun, vom Motor ausgehend, und das Zeug ist dafür nicht geeignet. Definitiv nicht. Ja, was werde ich als erstes tun? Ich werde natürlich diese ganze Oberfläche befreien von den alten Kleberesten, weil wenn ich jetzt einen neuen Kleber einfach drauf gebe, kann es passieren, dass dieser sich nicht verbindet mit dem Kunststoff und somit die Grundlage für einen klebenden Zustand gar nicht erst gewährleistet ist. Also das heißt, für die Katz. Macht solche Sachen immer sauber. Sauber heißt wirklich, dass ihr alles weg habt bis hin zum Fett. Und Fett, klar, von den Fingern und so. Wir haben alle Fett an den Fingern.
Auch wenn man es nicht sieht. Wobei auf den ganzen Tablets zu Hause sieht man immer die Fettflecken. Ich benutze zum Entfetten hier, ich könnte natürlich auch Bremsenreiniger verwenden, das ist euch überlassen, aber ich benutze hier Hygienespray und werde das alles dann am Schluss, bevor ich klebe, von dem ganzen Fett befreien. So, ja, was machen wir? Wir werden das auf jeden Fall kleben. Ich werde hier verwenden einen Zwei-Komponenten-Kleber, der auch wirklich richtig hart wird und sich in die Ritze, die ja hier... ja, wo die Undichtigkeit halt ist, schön rein fassen kann und die Dichtigkeit auf Dauer gewährleistet. Und das könnt ihr auch, Freunde, also neu kaufen kann jeder. Wir wollen hier Sachen reparieren. Wir wollen gucken, wie wir mit ganz wenig Geld solche Sachen wieder instand setzen können. Ja, was werde ich als erstes tun? Natürlich reinigen. Ich kann nur empfehlen, verwendet auch, wie ich hier, Handschuhe dafür, dass ihr euch nicht verletzt oder unnötige... ja, Reste von den Klebern, da können immer noch irgendwelche Substanzen sein, die eure Haut angreifen. So, ich verwende jetzt hier Schmiegelpapier, um den alten Belag wegzukriegen. Also ich würde jetzt ungern damit mit Teppichmesser oder so rangehen, weil ich nicht weiß, wie dünn das Kunststoff an der Stelle ist. Nachher schneide ich noch das Loch größer, unnötigerweise. Und ja, das Schmiegelpapier, ich verwende hier 240er Papier. Das Kunststoff ist relativ dick. Und werde das erstmal schleifen. Ich spule an dieser Stelle vor. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, da bin ich wieder. Und zwar haben wir jetzt hier die Basis perfekt geschaffen. Es ist schön angeraut. Ja, das scheint wohl, hier, man sieht ja diese schwarzen Flecken, das scheint wohl durch den Vorgänger so komisch, ja, weiß ich auch nicht, da haben sich so Rillen gebildet und da drin ist die schwarze, ja, das Öl oder je nachdem, der ganze Kasten ist ja so ein bisschen eingeölt oder von dem Ölwechsel, je nachdem, ja, schwarz eingefärbt, ist aber nicht weiter schlimm. Unsere Flächen, man sieht hier auch eindeutig das Loch. So. Sieht man das? Ich muss selber mal hier gucken, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Ja, da sieht man es. Also mit dem Schraubendreher mal hier. Da ist unser Loch. Ja, eindeutig. Also dass der Riss geht hier über den Rand hinweg. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich auf jeden Fall hier bis hier unten hin den Kleber mache. Also verteile bis hin zu diesem Part hier vorne. Ach, hier ist auch der ganze. Hier sieht man das. Hier ist der Riss. Na komm, fokussier. Na komm, fokussier. Da. Na, also hier kann ich auch mit dem Schraubenzieher rein. Das ist komplett gerissen, der Kollege. Ja, ich tippe mal. Ich vermute mal, das ist ja hier die Aufhängung, oder der... ja, die Aufhängung. Also hier wird er nochmal festgeschraubt hier oben. Ich tippe mal, entweder hat sich da einer drauf gelehnt und das ist weggeknickt und gebrochen. Oder da hat einer geschüttelt oder hat es mal ausgebaut und irgendwie daneben, nicht in die Halterung gepackt, sondern irgendwie daneben und hat dann gepresst, sodass dieser Korpus hier reingedrückt wurde. Also irgendwie, weil normalerweise ist das schon an diesen Stellen recht stabil. Naja, wie auch immer, es ist passiert und wir müssen es flicken. Ich werde jetzt noch mal zum Abschluss einmal desinfizieren und dann mischen wir unseren Zwei-Komponenten-Kleber an und dann zeige ich euch mal, wie ich sowas kleben würde. Und zum Schluss können wir, weil das ja ein Gefäß für unser Wischwasser ist, man sieht auch, da geht, aber ist nur von dem Deckel hier oben, da brauchen wir ja nicht kleben, deswegen ist das egal. So. Und zwar können wir ja dann auch eine Dichtigkeitsprüfung machen, indem wir den Kollegen hier mit Wasser füllen. Ne? Das ist sehr praktisch an dieser Stelle. Gut. Also hier unten sitzt eigentlich der Motor drin, der dann saugt. Ne? Hier der kleine Motor, der Stelm, den haben wir jetzt natürlich abgelassen. Da unten in das Gefäß. Also ich kann ja bis hierhin Wasser reinfüllen und dann genau sehen, ob da die Dichtigkeit ist oder nicht. Perfekt. Gut, wie mischen wir das an? Also das Produkt selber möchte ich euch ungern zeigen, weil das wirklich, ich habe das schon länger, das gibt es gar nicht mehr so auf dem Markt. Aber ich stelle euch unten einen Link rein, wo ihr sowas von kfzteile24.de
Es ist so praktisch, diese Seite bietet alles rund ums Auto an und deswegen kann ich darauf verweisen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, ich werde jetzt mal hier unsere Spachtelmasse nehmen. Und dann unseren Zwei-Komponenten-Kleber. So, das reicht schon. Am Tacken noch. So. So, jetzt mische ich das zusammen. Das geht doch, Freunde. Sagt mir, was daran jetzt schwer ist. Gar nichts. Seht ihr? Das kann doch jeder. Neu kaufen ist doch langweilig. So hast du, kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, habe ich selber gemacht. Hält, passt. Bei solchen Sachen bitte, Freunde, Zwei-Komponenten-Kleber ist immer so ein bisschen heikel, was so die Dämpfe angeht und alles. Schaut, dass ihr das in einem Raum macht, der belüftet ist. Nicht in einem geschlossenen Raum, weil sonst kann es dazu führen, dass ihr ein bisschen zur Ohnmächtigkeit hier euch dann die Dämpfe einatmet. Und wenn es geht, nicht die Dose, wo die Flüssigkeit ja drin ist, auflassen, sodass weitere Dämpfe austreten können. Das, was hier auf dem Tisch liegt, reicht ja schon. Und ich kann euch bestätigen, das stinkt extrem. Ja, was mache ich, um diese Faser nachher, um den Vorgang, diesen Klebevorgang zu verstärken? Ich verwende grundsätzlich, wenn ich Kunststoff klebe, verwende ich hier so ganz normales Verbandszeug, weil durch die einzelnen Poren, das ist ja sehr grob, kann dann der Kleber durchsickern und sich schön verbinden und das härtet dann wunderbar aus und ja, gibt nochmal eine extra Stabilität. Ihr habt nochmal einen schönen Schöne Haftung auf dem Material selber. Also ich bin da ein absoluter Fan von. Ich werde das jetzt mal kurz schneiden. So, Schere haben wir. Gucken, wie ich das am schönsten mache. Zack. Ja, brennt schon langsam in den Augen. Am besten wäre natürlich noch ein Mundschutz, weil das Zeug ist einfach aggressiv. Ich gebe dem Ganzen immer so 2 Minuten, damit es einwirken kann, damit die Chemie, diese zwei Komponenten sich richtig entfalten können und dann schmiere ich das drauf. So, machen wir mal hier so ein Zack, ein Schnitt. So, jetzt habe ich schön 2 dünne Streifen, die kann ich nachher zurechtschneiden, wenn es geklebt ist. So, jetzt lege ich einen Streifen so hin, schön entlang der Kante. Schmier mal. So. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Das Zeug klebt. So. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. So, perfekt. Kann ja auch ruhig groß verteilt werden. So. Schön eingesifft. Jetzt drehe ich das Ganze um. So. Und mache das gleiche nochmal von der anderen Seite. Schön überdecken. So. Man merkt schon, es wird richtig zäh. Boah, jetzt hat es bei uns hier in Dortmund geregnet wie Sau. Jetzt ist es richtig schwül. Oh, ich brauche in dieser Garage unbedingt mal auf Dauer eine Klimaanlage. So, bitte Handschuhe verwenden. Also ihr seht, meine Finger, da kommt immer wieder was dran. Das wäre auf der nackten Haut ein bisschen ungünstig. So, jetzt nochmal die Seite. So. Schön. Einen Schönheitspreis wollen wir nicht gewinnen, wir wollen eine Dichtigkeit gewinnen. Das drumherum oben mache ich sowieso weg. So, und jetzt kann ich die Faser schön auf das Loch drauf stülpen. Und das Gute ist ja bei dem Verbandszeug, dass sich das ja um die Kurven oder je nachdem um die Ecken schön anpasst und damit sich schön über das Loch legen kann. So. Die Überreste kann ich nachher schön mit dem Schaber glätten bzw. wegnehmen.
So, dann noch auf der anderen Seite. Jetzt geht mir der Kleber aus. Ich muss noch einen Tacken nehmen. So, Freunde, ich mache am besten hier kurz einen Schnitt, das dauert ja so lange, und zeige euch gleich das Endergebnis. Ihr seht ja, wie es funktioniert, und ja, bis gleich. So, Freunde, die Trockenphase ist durch. Das Material ist bombenfest. Ich habe das nochmal ein bisschen abgeschliffen, damit das Hauchdünn nur drauf ist. Also so sieht das Endergebnis aus. Ja, dadurch, dass natürlich diese ganze Lippe direkt hier an dem Übergang zu dieser Rundung ist, sieht es nicht schön aus, aber es ist bombenfest. Und ganz ehrlich, Freunde, es steckt so tief unten drin, man sieht es sowieso nicht. Deswegen ist mir die Optik jetzt in dem Fall egal. Ja, Hauptsache es ist dicht. In der Zwischenzeit, wo ich das, wo ich die Trockenphase abgewartet hatte, hatte ich auch ein Video gemacht. Das kommt hier nach. Und zwar, der liebe Raphael hatte geschrieben und ich dachte mir, komm, verschwendest du keine Zeit, machst du mal kurz ein Video dazu bezüglich zu viel Öl im Motor. Gut, wir werden nun den Dichtigkeitstest machen. Ich muss nur aufpassen, dass ich das schön säuberlich reinkippe. Ja, ich glaube... Also ich bin eigentlich schon fest davon überzeugt, dass es dicht ist. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas flicke. Wie gesagt, es sieht nicht schön aus. Jetzt, man hätte es vielleicht noch mit dem Daumen ein bisschen formen können, aber what the heck, ist doch vollkommen egal. Ich habe hier ganz normales Regenwasser, habe ich von draußen gerade von der Tonne genommen. Hat ja schön geregnet heute und fülle das jetzt mal nach. Ich darf ja nicht über diesen Punkt, hier ist ja ein Loch. Ich darf natürlich nicht über diesen Punkt, aber der Becher reicht schon, glaube ich, aus. So, schnell rein. Jawohl, ohne daneben zu gehen. Hallo Fliege. So, wo ist unser Okay, wir haben schon mal hier den Beweis, wenn es tropfen würde, es ist trocken, dann würde es natürlich hier tropfen. So, der tiefste Punkt, also hier, wo ich geflickt habe, steht voll unter Wasser. Sieht man das? Doch, da sieht man auch, wie die Suppe schwimmt. Genau. Ja. Wir können ja mal bis von 30 runterziehen. Ne, wir machen noch einen Hardcore-Test. Wenn ich hier oben reinpuste, erzeuge ich hier, ich halte mit dem Finger hier das Loch zu und puste mal rein und erzeuge mal provokant, obwohl hier kein Druck herrscht, provokant jetzt einen Druck. Minimal, aber wenn dann eine Undichtigkeit ist, dann müsste hier auf jeden Fall Wasser hinkommen. Okay, Freunde, ich bin mal gespannt. So, ich halte den Finger drauf, puste mal. Und? Ja, Freunde, nix. Hier oben ist auch alles trocken. Nö. Das war's. Wie lange hat das gedauert? Lasst mich nicht lügen. Ja, das Trocknen selber 25 Minuten habe ich jetzt gewartet, damit es richtig aushärtet. Boah, wie lange hat das gedauert? 15 Minuten? Also ihr seht, es geht ganz einfach. Ich würde sagen, wir sind hiermit durch. Der Kollege wird sich bestimmt freuen. Und ich freue mich auch, weil er hat mir versprochen, schenkt er mir eine Packung Kaffee. Für die paar Minuten Arbeit, wieder einen Kaffee gekriegt. Schön, ich lasse das auf jeden Fall drin, um wirklich zu gewährleisten, dass es dicht ist. Aber mehr wird jetzt hier auch nicht mehr passieren, deswegen passt das schon. Ja, Freunde, wenn ihr Fragen dazu haben solltet, wie gesagt, ich packe unten in die Beschreibung den Link zu so einem Kunststoffkleber. Es lohnt sich alle Male, weil solche Dinger gehen gerne mal kaputt. Es ist halt Kartkunststoff und liegt immer in so einem Bereich, wo man perverserweise immer sich drauf ablehnt. Also das kann schnell passieren, dass sowas mal kaputt geht. Deswegen... oder durch Überhitzung, durch eine Motorkomponente in der Nähe, dass dieses zu heiß wird und womöglich dann platzt, oder durch Altersschwäche, dass einfach das Kunststoff dann an der Stelle reißt. Wie auch immer. Freunde, Abschlussschluck, wo ist mein Kaffee? Da ist er. Ich drehe euch mal wieder rum. Jetzt wieder mal so. Ja. Blödes Licht, aber egal. Ja, Freunde, wie ihr sehen konntet, es ging schnell, kein Problem. Mr. Do It, wieder eine Packung oder eine Packung Kaffee. Habe ich mir jetzt gerade verdient. Jawoll. Prösterchen. Wobei eine Packung Kaffee hält bei mir, ich glaube, 4 Tage. Fünf Tage. Fünf Tage hält eine Packung. Wie auch immer. Andere trinken Bier, wir trinken Kaffee. Okay, Freunde, ich wünsche euch was. Ich würde sagen, wenn irgendwelche Fragen sind, wie immer, ab in die Kommentare. Schaut mal bei Kfz-Teile 24 vorbei. Wenn euch sowas interessiert, wie gesagt, flicken geht eher als... dumm neu bestellen und einfach banal einbauen. Sowas macht mehr Spaß. Bis dann. Ciao.